In diesem Video soll es nun um das zentrale Element in Jimdo, den Webbaukasten, gehen. Ich bin wieder auf der Seite Jugend im Orden und hier werden wir jetzt die Elemente des Webbaukastens kennenlernen. Immer wenn ich mit dem Cursor über die Seite drüber fahre, dann tauchen hier dieses Plus mit Inhalt hinzufügen. Überall, wo dieses Plus mit Inhalt hinzufügen, kann ich Elemente aus dem Webbaukasten einsetzen. Ich klicke auf das Plus und hier werden mir die Hauptelemente angezeigt, die der Webbaukasten zur Verfügung stellt. Im Grunde ist das alles sehr, sehr intuitiv und ich werde deshalb nicht jedes Element im Detail besprechen, sondern nur das Prinzip zeigen. Also wenn ich eine Überschrift einfügen will, dann drücke ich auf Überschrift, schreibe hier einen Text hinein und kann jetzt entscheiden, ob das groß, mittel oder klein sein soll. Ich gehe mal auf die mittlere, auf die mittlere Einstellung, sage Speichern. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt ein Textfeld hinzufügen, dann habe ich hier ein freies Textfeld, in das ich beliebige Inhalte hineinschreiben kann. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das strukturieren und abgrenzen, dann kann ich einen solchen Zwischenstrich einfügen. Ich nehme noch mal ein anderes Element, das zum Beispiel Bild. So, wenn ich also ein Bild hier veröffentlichen möchte, dann muss ich die Bilder, die ich hier einstellen möchte, ja irgendwo gespeichert haben. Ich gehe also auf Datei. Ich habe meine Bilder hier in einem Ordner Fotos. Also ich nehme jetzt mal irgendein Foto, was ich hier habe, speichern. So, jetzt ist das Bild hier veröffentlicht. Ich kann dem Bild noch einen Untertitel hinzugeben. Johanniter und so weiter. Ich kann das Bild auch in der Größe anpassen. So, jetzt ist das Bild auf der Seite. Ich gehe nochmal weiter. Wir können Bild mit Text. Das ist ein Element, wo man Bild und Text verbindet. Also ich nehme nochmal dasselbe Bild und stelle dieses Bild hier links in die Ecke. Und jetzt könnte ich vielleicht sagen, gut, ich nehme diesen Text und stelle den hier daneben rein. Und da sieht man, dass dieser Text, nehmen wir mal an, ich würde den nochmal kopieren, dass dieser Text das Bild umfließt. Wenn ich das Bild jetzt größer ziehe, dann passt sich der Text automatisch an. Ich kann auch das Bild auf die rechte Seite stellen. Das ist Bild mit Text und jetzt würde ich hier wieder sagen, hier möchte ich auch wieder einen Trennstrich haben. Also alles sehr, sehr intuitiv und wirklich rasch erlernbar. Am besten, man übt da einfach ein bisschen, indem man all diese Elemente einmal durchgeht. Ich nehme nochmal das Spaltenelement, weil das ein besonders wichtiges ist. Also ich habe jetzt hier ein Element mit zwei Spalten und in jeder Spalte kann ich jetzt wiederum die Elemente beliebig einsetzen. Ich fange hier mit einer Überschrift an. So, und ich könnte jetzt hier einen Text runter machen.
Und jetzt könnte ich sagen, okay, und auf die rechte Seite möchte ich jetzt ein Bild einfügen. Okay, ich sage wieder Bild holen. Jetzt nehme ich mal was anderes. So, und auch dieses Bild kann ich wieder verkleinern, kann ich zuziehen. Und ich kann die Spaltenbreite hier anpassen, indem ich das so nach rechts schiebe. Ich kann auch eine zusätzliche Spalte hinzufügen. Jetzt habe ich eine weitere Spalte. Auch in dieser Spalte kann ich alle Elemente verwenden, die im Webbaukasten zur Verfügung stehen. So, jetzt würde ich. Und so baut sich eine Seite Schritt für Schritt auf. Und wenn ich jetzt sage, okay, dieses Element, das möchte ich aber weiter oben angeordnet haben, dann gibt es hier links diese Pfeile und da kann ich das Element nach oben schieben. So, jetzt steht das unter Webbaukasten. Ich könnte es auch noch höher schieben und sage Speichern und jetzt ist es an dieser Stelle. Und wenn ich diese Überschrift verschieben will, dann schiebe ich diese Überschrift nach unten. Ich bin also sehr, sehr flexibel in der Anordnung meiner Elemente, die ich hier eingefügt habe. Ich kann auch an jeder Stelle Elemente, die ich eingefügt habe, löschen, indem ich wiederum mit dem Cursor über das Element fahre und da sieht man links am Rand, sehe ich den Button Papierkorb, ja, entfernen. Und genauso kann ich aber auch ein Element duplizieren, indem ich auf diesen Kopierbutton drücke. Jetzt habe ich also dieses Element zusätzlich zur Verfügung. Ich gehe noch kurz auf ein Element ein. Ich gehe mal hier wieder auf Spalten und Speichern und füge an der Stelle jetzt einen solchen Button ein. Das sind solche Link-Knöpfe, da kann man drei unterschiedliche Ausführungen wählen, die haben aber alle dieselbe Funktion, die unterscheiden sich nur im Aussehen. Und hier könnte ich jetzt reinschreiben, Link zur SK Weimar. Okay. So, und jetzt muss ich den Link aber noch setzen. Und da gehe ich wieder genauso vor wie ich das schon in dem Video Link erklärt habe. Ich gehe auf dieses Kettensymbol und jetzt nehme ich einen internen Link und suche mir raus, wo ist die Subkommende Weimar? Da ist die Subkommende Weimar Jena. Setze den Link und speichere das. Und wenn ich den Link ausprobieren möchte, ohne die Seite zu verlassen und ohne in den Ansichtsmodus zu gehen, dann muss ich, solange ich im Editiermodus bin, auf das Link-Symbol selber klicken. Also ich muss jetzt hier auf diese Link-Seite klicken und wir sehen, okay, er springt direkt in die Seite von Weimar. Ich kann hier nochmal anschauen, Kurzbericht, Fotos zum letzten Abend, da sehen wir, da ist auch ein Link drauf. Wenn ich jetzt hier auf diesen Link klicke, wenn ich da drauf klicke, dann komme ich zu diesem Bericht vom letzten Subkommendeabend. Das soll es zur Verwendung des Baukastens an der Stelle gewesen sein. Viel Glück beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video.